Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nur eine kleine Anleitung, und zwar diesen kleinen Erdbeerschlüsselanhänger. Das nächste Projekt ist dafür etwas größer und ich hoffe, das Video gefällt dir und hilft dir. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Du brauchst ein bisschen mehr Farben als sonst, und zwar rot, rosa, grün, schwarz, gelb und dann noch Augen in Stärke 7 mm. Du beginnst mit einer normalen Schlaufe. Und häkelst dann 4 Luftmaschen. Wenn du das hast, stichst du in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst in jede Luftmasche eine feste Masche. Du hast dann 3. Und am Ende jeder Runde machst du ebenfalls eine Luftmasche. Und dann häkelst du in die erste Masche 2 feste Maschen und in die letzte 2 feste Maschen. Du verdoppelst also die erste und die letzte Masche. Dann wieder eine Luftmasche, das Stück wenden und verdoppelst wieder die erste und die letzte Masche. Dann wieder die Luftmasche, Stück wenden und die erste und letzte noch einmal verdoppeln. Dann verdoppelst du wieder die erste und die letzte Masche. Dann wieder die Luftmasche und jetzt häkelst du in jede Masche eine feste Masche, also keine Zunahmen. Luftmasche, Stück wenden und jetzt verdoppelst du wieder die erste und die letzte Masche. Jetzt nimmst du ein letztes Mal zu, also nochmal die erste und die letzte Masche verdoppeln. Jetzt häkelst du 2 Reihen lang, in jede Masche eine feste Masche, also 2 normale Reihen. Dann nimmst du Maschen ab, und zwar die erste und zweite. Also einstechen, Faden holen, in die nächste einstechen, Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Und das machst du auch mit der 14. und 15. Masche. Also wieder einstechen, Faden holen. In die nächste einstechen, Faden holen. Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Wieder Luftmasche, Stück wenden und jetzt häkelst du wieder in jede Masche eine feste Masche.
jetzt nimmst du noch einmal die Maschen ab und dafür stichst du wieder in die erste ein, holst du den Faden, stichst in die zweite ein, holst den Faden und ziehst ihn durch alle drei Schlaufen. Und das machst du auch mit der 12. und 13. Masche. Also wieder in die 12. einstechen, Faden holen, in die 13. einstechen, Faden holen, durch alle drei Schlaufen ziehen. Dann natürlich wieder die Luftmasche und das Stück wenden. So, das ist unsere letzte Reihe und die ist ein bisschen anders. Du machst jetzt in die erste eine feste Masche. Dann machst du ein halbes Stäbchen, also Umschlag, durchstechen, Faden holen, durch alle drei Schlaufen ziehen. Dann ein Stäbchen, also Umschlag, einstechen, Faden holen durch die ersten zwei Schlaufen, Faden holen durch die letzten zwei Schlaufen. Dann machst du wieder ein halbes Stäbchen, Umschlag, einstechen, Faden holen, durch alle drei Schlaufen ziehen, eine feste Masche, eine Kettmasche, also einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen und dann häkelst du wieder eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, und dann nochmal eine Kettmasche. Dann schneidest du den Faden ab und kannst ihn komplett durchziehen. So, und das Ganze häkelst du jetzt noch einmal. Und wenn du beide Teile hast, zeige ich dir, wie du die Fäden vernähst. Wir fangen mit dem oberen an. Du nimmst dir also eine Nadel und stichst da in der Masche daneben ein. Machst einen kleinen Knoten, wenn du magst, musst du nicht machen. Nimmst dann die Seite, die du nicht schön findest und stichst da ein bisschen durch die Maschen durch und ziehst den Faden durch und kannst ihn dann einfach abschneiden. Dasselbe machst du mit dem unteren Faden auch und auch allen zukünftigen Fäden. Dann kümmern wir uns um die Blätter, also das Grünzeug obendrauf. Und dafür beginnst du wieder mit einer normalen Schlaufe. Und dann häkelst du so viele Luftmaschen, wie das Blatt lang werden soll. Bei mir sind es 6 Luftmaschen. Wenn du das hast, stichst du wieder in die zweite Masche von der Nadel aus ein, holst dir den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe, also eine Kettmasche. Und ansonsten häkel ich nur feste Maschen nach unten. Wenn du das hast, machst du noch eine Luftmaschenkette direkt daneben, entweder länger oder kürzer, je nachdem wie du es gerne haben möchtest, und stichst halt wieder in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein, machst eine Kettmasche und häkelst feste Maschen nach unten. Und das kannst du jetzt 3 oder 4 Mal machen, ich habe es 3 Mal gemacht. Wenn du das hast, dann häkelst du unten lang, also wenn du zufrieden bist mit 3 oder 4 Blättern oder 5 oder 6, ganz wie du magst. Und dann mache ich nochmal feste Maschen unten lang. Mach dann eine Luftmasche, wende das Stück und mach das noch 2-3 Mal, damit ich ein Stück habe, was ich in die Erdbeere reinstecken kann zwischen den beiden Teilen, damit man trotzdem noch alle Blätter sehen kann. Am Ende ziehst du den Faden etwas lang, schneidest ihn ab und ziehst ihn komplett durch. Dann kannst du schon mal die Sicherheitsaugen anbringen. Und dann gehst du ans Dekorieren. Hier habe ich den gelben Faden und mache dann so diese kleinen gelben, körnerähnlichen Flecken auf der Erdbeere. Du stichst also von hinten ein und machst es einfach genau da, wo du es haben möchtest. Und wenn du zufrieden bist, dann machst du einfach hinten einen kleinen Knoten rein oder gehst halt so wieder durch die Maschen durch. Und dann ist es auch fertig. Und ich habe hier noch rosane Wangen hinzugemacht, einen Mund hinzugepackt. Und ja, da kannst du so viel machen, wie du möchtest. So, dann nehme ich mir die andere Seite und nähe da das Grün ran. Wichtig ist, dass du nur halb durch die Maschen durchstichst. Man soll es ja auf der anderen Seite nicht sehen können. Also in das Rote ein bisschen einstechen, festziehen, dann durch das Grüne und wieder Rote durchstechen und festziehen. Achte immer darauf, dass man es vorne nicht sehen kann.
So, und wenn du das hast, dann legst du die beiden Teile aufeinander. Achte darauf, dass die Seiten gleich sind. Und du beginnst an der Seite, etwas weiter unten, weil du noch Platz brauchst später zum Ausstopfen. Du stichst also durch beide Teile durch, holst dir den Faden, holst dir nochmal den Faden, gehst durch die Schlaufe, gehst wieder durch dasselbe Loch und machst eine feste Masche. Und jetzt häkelst du mit festen Maschen einfach drumherum. Wenn du dann oben angekommen bist, kannst du das Ganze schon mal ausstopfen. Und dann häkelst du es weiter zu. Wenn du da angekommen bist, wo das Grünzeug kommt, dann häkelst du nur noch in die vorderen Maschen. Dieser Teil wird dann später einfach zugenäht. Also du gehst jetzt hier einfach vorne lang und da, wo die Kettmasche ist, machst du wieder eine Kettmasche, damit wir die Form beibehalten. Und dann einfach feste Maschen. Guckst dann immer, wo ist das Grün zu Ende und dann kannst du wieder durch beide Teile durchstechen. Und wenn du dann am Ende angekommen bist, machst du eine Kettmasche in die erste feste Masche, die du da an der Seite gehäkelt hast. Dann schneidest du den Faden wieder ab und ziehst ihn einfach komplett durch. Dann machst du wieder, genau wie vorhin, einen kleinen Knoten an der Seite. Dann kannst du den Faden auch nutzen, um den Rest zuzunähen. Du stichst also durch und kommst da raus, wo die offenen Seiten sind. Dann stichst du von hinten nach vorne durch alle Teile durch. Kommst da raus, da unten, nicht oben, sonst geht die Form kaputt. Und gehst zur Seite und stichst wieder da nach hinten durch, wo es noch nicht zu ist. Immer eine Masche weiter. Und wenn du das hast, dann stichst du den Faden wieder einfach irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. So, dann brauchst du nur noch ein Hängerchen und dein Erdbeerschlüsselanhänger wäre fertig. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und gefallen und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, Tag, je nachdem, wann du das Video guckst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!